Hier kommt Teil 2 meiner Party-Frikadellen-Trilogie. Heute sind gefüllte Chili-con-Carne-Frikadellen dran. Auch hier habe ich wieder eine eigene Gewürzmischung benutzt, nämlich die Chili-con-Carne-Gewürzmischung. Außerdem habe ich noch mein selbstgemachtes Tomatensalz verwendet. Wie ich diese leckeren Frikadellen hergestellt habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für die Frikadellen benötigt ihr folgende Zutaten. Zunächst einmal 800 Gramm von der Grundmasse für Frikadellen, die ich im Teil 1 Dönerfrikadellen schon vorgestellt habe. Hier gelangt ihr zu diesem Video. Außerdem benötigt ihr eine kleine Dose Mais, eine gelbe und eine rote Mini-Paprika, ein Esslöffel Tomatensalz und 3 Esslöffel Chili con Carne Gewürzmischung. Den Mais abschütten und gut abtropfen lassen. Die Paprika waschen, halbieren und den Stielansatz entfernen. Dann etwas kleiner schneiden und zusammen mit dem Mais in einen Gemüsezerkleinerer geben. Es sollte schön zerkleinert sein, weil es ja als Füllung für die Frikadellen dient. Dann schon mal das Tomatensalz und die Chili con Carne Gewürzmischung bereitstellen. Die Videos zu meinen selbstgemachten Gewürzen findet ihr in meiner Playlist Selbstgemachte Gewürze und Gewürzmischungen. Dann ca. 800 Gramm von der Frikadellengrundmasse in eine Schüssel geben und mit den Gewürzen gut vermengen. Die Frikadellenmasse dann in eine 6er Waffelform drücken und gleichmäßig verteilen. In die Mitte dann eine ordentliche Vertiefung drücken. In diese Vertiefung wird dann die Mais-Paprika-Mischung gefüllt. Aus dem Rest des Hackfleischs werden dann die Deckel geformt und obendrauf gegeben. Die Form dann für 30 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Ofen. So sehen sie dann fertig gebacken im Ganzen aus und so, wenn sie geteilt sind. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und vor allem guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Im letzten Video meiner Frikadellen-Trilogie geht es um Jägerfrikadellen. Die findet ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.